Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pumuckl Fang den Klabauter. Wir sind das letzte Mal hier am Kräutersumpf stehen geblieben. Jetzt wollte ich fast Geisterwald sagen. Nein, Geisterwald ist das erste Level. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein. Ja, hier sumpfige Atmosphäre. Es riecht sehr nach Kräutern. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ich meine, klar, Kräutersumpf, wie soll man sich das auch sonst vorstellen? Und ja, wir haben aktuell eigentlich nur eine Möglichkeit. Oh, das war eventuell zu früh. Hier ein Loch machen. Und wir sehen, es gibt hier ein weiteres neues Gameplay-Element, und zwar die Teleporter. So, hast du was mitgenommen? Moment, das möchte ich eben ausprobieren. Ob der irgendwie uns was Schönes fallen lässt? Nee, tut er nicht. Okay, dann gehen wir doch mal in so einen Teleporter rein. Die sind alle irgendwie miteinander verbunden, auf feste Art und Weise. Das heißt, wenn wir in einen Teleporter reingehen, kommen wir immer an der gleichen Stelle raus, glaube ich. Aber es sind halt keine Zwei-Weg-Teleporter. Das heißt, ihr seht, ich bin da rausgekommen. Aber wenn ich reingehe, komme ich halt woanders wieder raus. So. Das Schöne ist, wenn die Klabautermänner da gerade reingehen, wenn ich rauskomme, dann sterbe ich nicht. So. Ich muss hier einmal runter, damit die da nach links kommen. Sonst habe ich ein kleines Problem. Ja, da kann ich jetzt eigentlich wieder reingehen. Weg hier. So. Verschwindet mal. So. Alles klar. Wo wir noch nicht rein sind, ist jetzt hier oben. Denn ich bin ja direkt hier runtergegangen, um das Eis zu holen. Deswegen können wir aber jetzt hier hin. Und eigentlich fehlt uns nur noch das Bonbon hier, ne? Wunderbar. Cool. Dann gehen wir einfach nach links, können da oben in das Tor rein. Ich hoffe, dass das klappt. Ich hätte eigentlich wahrscheinlich nochmal den Teleporter reingekonnt und die dann irgendwie das bewegt, dass sie dann nach rechts kommen. Dann wären sie ganz weg gewesen, aber ist ja nicht so schlimm. So hat es ja auch funktioniert. Wunderbar. Okay. So, was haben wir denn hier? Zwei Klabautermänner, jede Menge Zeug, das wir da oben sammeln müssen. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal hier das Zeug, was wirklich hier auf diesen einzelnen Dingern liegt. Na du Klabauter, komm mal wieder runter hier. Und ihr könnt auch gerne euch mal hier in diesen Löchern ausruhen. Die grabe ich extra nur für euch. Ja, also ihr könnt euch hier geschmeichelt fühlen. So, Springstiefel. Brauche ich die überhaupt? Ja doch, ich brauche die Springstiefel tatsächlich. Sonst komme ich da links an die goldenen Pumuckl-Münzen gar nicht ran. Und das ist eine Traumblase. Die möchte ich doch gerne mitnehmen. Die Frage ist bloß, komme ich da sinnvoll ran? Ich wette, wenn ich jetzt hier diese Klabautermünze einsammle, ja, da falle ich auch durch. Oh, renn! Also muss ich da von ganz oben runterfallen. Okay. Hat der einen Apfel dabei gehabt? Na gut. Egal. Ja, nimm den Apfel ruhig. Dann nehme ich halt nicht mit, okay. Dann eben. Nehme ich halt doch wieder mit. Komm her, gib mir mal den Apfel, bitte. Dankeschön. Dann muss ich mich wenigstens selber nicht da diese Treppe runterfallen lassen. Dann können wir das ganz entspannt machen. Na toll. Warum lasse ich mich denn da fallen? Naja, egal. Solange die Klabautermänner da links rumgeistern, ist das eh egal. Da sind wir hier relativ sicher. So, Traum noch und dann die Bananen und dann können wir uns endlich dem linken Teil des Levels zuwenden hier. So. Ja, eigentlich nicht kompliziert. Dauert nur ein bisschen. So, meine Klabauter-Freunde. Kommt doch mal her. Ich habe hier so zwei Löcher für euch reserviert. Vielen Dank für den Apfel. Den nehme ich sehr gerne mit. So, die spawnen aber da oben, oder? So, Stiefel, waren auf 4. Ha. Okay, ja, ich muss so oder so mich nochmal da hochspringen lassen, sonst komme ich nicht an die andere Münze ran. Also machen wir das doch einfach. Und dann müsste ich eigentlich zur... Ah, ich kann mich aber zur Traumblase einfach fallen lassen. Okay. So, warum auch immer die da nach links runtergehen, aber es soll mir recht sein. Ach so, wahrscheinlich, weil von da aus der schnellste Weg auf die Ebene, auf der ich war, das links runterspringen ist, weil rechts runterspringen würden sie erstmal auf diese Ebene hier kommen. Tja, ja. So. Level 2 geschafft. Oha.
Okay, ich kann hier unten keine Löcher machen. Das heißt, wenn ich erst versuche, die rechte Münze einzusammeln, sterbe ich wahrscheinlich. Die muss ich erst zum Schluss holen. Okay, Moment. Das heißt, ich renne da links zu der ganz linken Pumuckl-Münze und mache mir dann eine Leiter. Ist, glaube ich, das Sinnvollste. So. Und ich hoffe, ich falle hier nicht durch. Nee. Wunderbar, okay. Weil hier oben können wir Löcher machen. Das ist alles kein Problem. Ah. Nein! Oha. Ich darf auch nicht darunter. Weil ganz unten habe ich keinen Boden, wo ich Löcher machen kann. Das heißt, ich muss aufpassen. So, jetzt muss ich auch erstmal schauen, wo die respawnen. Bevor ich hier irgendwas Unüberlegtes mache. Da links, okay. Schnell, 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 schnell! Das war durchaus unüberlegt. Egal, es hat funktioniert. So, was machen wir jetzt? Holen wir uns mal die Zauberleiter hier. Ja, das war doof. Jetzt haben sie mich nämlich. Außer ich benutze jetzt eine Zauberleiter. Matheaufgabe oder Zauberleiter? Ja, Pumuckl ist gut. Eigentlich will ich die Leiter nicht benutzen. Das geht mir irgendwie gerade gegen den Strich. Aber egal. Ich habe keine Lust auf eine Matheaufgabe. Dann verschenken wir die Punkte eben. Ist nicht so schlimm. So, wo kommt das Tor? Da oben. Na toll. Nein, das reicht nicht. Ach, verdammt. So ein Mist. Na gut, dann müssen wir jetzt die Matheaufgabe machen, anders kommen wir hier nicht mehr weiter. Ja, da sind sie stolz auf sich. Ach, Frau Bettig mit den Bananen. Das hatte ich doch beim letzten Mal falsch, oder? Hatte ich das richtig? Moment, das waren 3 Kisten minus 2 Kisten sind noch 10 und dann minus 4 waren 6. Das Spiel ging aber davon aus, dass es 7 sind. Also gebe ich jetzt einfach mal 7 ein. Und das ist angeblich richtig. Na, whatever. Da scheint einfach ein Fehler in der Aufgabe zu sein. So. Dann können wir jetzt ganz entspannt da oben in das Tor rein. Frau Bettig mit ihren Bananen. Ja, Frau Bettig hat wahrscheinlich eine Banane zu viel gekauft und hat das nicht gemerkt. Und, oder sie hat für eine zu viel... Sie wollte eine mehr haben, hat aber nicht eine mehr bekommen und hat Blut vom Verkäufer verarscht. Das kann natürlich auch sein. Na gut. Och nö, da unten ist direkt ein Klabauter. Und da oben sind... Seht ihr das? Ich kann ja die Maus benutzen. Haha. Seht ihr das hier oben? Diesen Bereich mit den beiden Spinnennetzen? Das scheint mir irgendwie ein bisschen sinnlos, aber naja. Vielleicht respawnen die ja. So, zur Sicherheit kriegst du nochmal ein Loch. Und wir gehen mal weiter. Ach, Gott sei Dank habe ich noch eins gemacht. So, komm her. Dankeschön. So, bleib mal da unten, bitte. Ich sagte, du sollst da unten drin bleiben. Reicht das? Ja, das sollte reichen. Wunderbar. Wo sind die denn jetzt respawned? Seht ihr das ganz oben links in der Ecke? Da im Felsen drin. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, die hätten eigentlich hier wieder kommen müssen. Aber an sich macht es ja keinen Unterschied. Na gut, dann können wir jetzt ganz entspannt hier den Rest einsammeln, hoffe ich. Achso, da komme ich gar nicht hoch. Oh. Oh. Dann muss ich mal schauen. Das ist dann wahrscheinlich so ein Rätsel. Wir können auf jeden Fall erstmal das Zeug hier einsammeln. Da kommen wir ja ohne Probleme dran und da kommen wir auch wieder hoch, ohne dass wir irgendwie ein Item einsetzen müssen. Und was dann interessant wird... Ja, ich denke mal, wir müssen zur Birne hoch eine Leiter setzen. Und... Ne, wir müssen erst hier rechts die Leiter setzen. Wenn ich das richtig sehe, weil hier kriegen wir eine zweite Leiter. Und wenn wir links zuerst die Leiter setzen, dann kommen wir hier nicht mehr dran. Weil wir dann keine Leiter mehr übrig haben. Wunderbar, okay. Dann sollte das jetzt kein Problem sein. Übrigens, falls ihr euch fragt, was das hier unten für Tasten sind, ja. Man kann das Spiel komplett mit der Maus spielen. Wenn man denn möchte. Also ihr seht, ich drücke gerade keine Tasten. Ich mache das hier komplett durch die Mausklicks. Aber das ist halt etwas umständlich. Und man kann natürlich mit der Maus nicht so gut reagieren wie mit der Tastatur. Deswegen spiele ich lieber mit Tastatur. Ich denke mal, das ist so die Standardvariante, die die meisten Leute bevorzugen würden. Ah, die Musik ist echt entspannt. Gefällt mir doch ganz gut. Level 3 geschafft. Nee, war schon Level 14, ne? Also das vierte.
Das ist jetzt Level 15. Also wenn ich zumindest hier den Counter richtig interpretiere, den Zähler. Okay. Oh, das sieht ein bisschen komplexer aus. Was haben wir denn hier? Also ich sehe... Ich glaube, ich fange einfach mal an. So, was ich sehe, ist erstmal irrelevant. Da oben ist ein Klabauter, der nicht an uns rankommt. Der hängt da irgendwie fest. Ach, danke schön für diese Zuckerstange. Finde ich sehr nett von dir. So. Ah, genau, da oben respawnt einer. Und ich glaube, da müssen wir öfter mal Klabauter herholen. Genau, der zweite holt, kommt da auch. Damit wir uns die Kirschen mitbringen, weil sonst kommen wir da gar nicht sinnvoll dran. Dankeschön. Ich gehe mal lieber hier nach rechts. Nach links. Ich habe keine Links-Rechts-Schwäche, keine Sorge. So, möchtest du dann nochmal neu spawnen? Nein, nicht da oben. Das bringt mir doch nichts. Genau, da oben links. Das ist sehr nett. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie ich am besten in welcher Reihenfolge an welche Gegenstände komme. Das ist schon ein bisschen rätselhaft. Das Loch war jetzt ein bisschen umsonst. Also wir haben eine Leiter. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir hier eine Leiter platzieren. Das mache ich aber erst, wenn ich die Klabauter woanders habe. Denn es kann passieren, dass wenn ein Klabauter auf eine Leiter drauf fällt, sie dann nicht weiter wächst. Und das möchte ich nicht. Ach, danke für die Banane. So, von mir aus könnt ihr jetzt auch rausklettern. Hauptsache, ich kann hier die Leiter setzen. Dankeschön. Da muss ich mal gucken, hier mit dem linken Geldbeutel, dass ich den auch noch kriege. Da kann ich eigentlich mit Stiefeln ran, theoretisch. Und da rechts an die Pflaume müssten wir eigentlich auch rankommen. Wenn ich das richtig sehe, kann ich da einfach ein Loch mit meinem Zauberstab machen. Jawohl. Und dann komme ich da ran. Wunderbar. So. Meine Klabauter-Freunde. Dann mache ich hier einmal die Stiefel. So. Und ihr könnt hier rein. Alles klar. Dann gucken wir uns mal an, wie wir da oben rankommen. Also erstmal werde ich vermutlich einfach hier einen Presslufthammer setzen. Denn dann kann ich mir die Gegenstände hier unten schnappen. Ah, das sind Klabautermünzen. Klabautermünzen bedeuten meistens, dass man durchfällt. Ja, war ja klar. Sind halt Klabautermünzen, ne? Die wollen uns immer so ein bisschen verarschen. Dann wiederholen wir das Spiel jetzt noch so oft, bis wir die ganzen Gegenstände haben, können uns in der Zeit überlegen, wie wir da links an die ganzen Äpfel rankommen. Die Sache ist, wir haben noch 6 von den Springstiefeln, damit sollte das eigentlich klappen. Glaube ich. Oh. Ich muss nur den Bohrer sinnvoll ansetzen, sonst komme ich nicht mehr zurück. Ich weiß halt auch nicht, wo das Tor erscheint. Das ist ein bisschen doof. Oh ja, die Musik geht hier richtig ab. Also die Musik in dem Spiel gefällt mir auch echt gut teilweise. Ist zwar nicht so das, was ich normalerweise höre, aber irgendwie hat die was. Ich weiß leider nicht, von wem die ist. Das steht nicht auf der CD drauf und ich habe halt nur die CD. Sind wahrscheinlich auch von verschiedenen Künstlern. So, die Sache ist, wo bringen wir jetzt am sinnvollsten den Bohrer an? Also ich muss ihn eigentlich über der goldenen 100er Münze machen, weil da kann ich mir erstmal die Stiefel holen, einsetzen, weil wenn ich hier den Bohrer setze, komme ich da rechts an die Münze nicht mehr ran. Wir haben ja nur den einen. Das Problem ist, falls das Tor nicht da unten ist, komme ich nicht mehr zurück. Egal, das riskieren wir jetzt. Wir können uns da ja zur Not umbringen mit dem Klabautermann. Der ist wahrscheinlich genau dafür da. So. Ja, und das Tor ist rechts. Toll, also komme ich nicht mehr zurück. Aber wie hätte man das denn dann machen können? Eine Axt habe ich nicht. Also klar, ich kann jetzt eine Leiter hier hoch machen, aber das hätte mir immer noch nicht geholfen, an die rechte Münze zu kommen.
Nein, ehrlich, wie hätte man das denn machen sollen? Außer mit zwei Bohrern. Na, das hätte natürlich klappen können. Dann hätte ich da... Nein, ich kann es mit der Maus zeigen. Hier. Hätte ich hier irgendeine Leiter wachsen lassen können, wäre ich hier dran gekommen. Dann hätte ich mich hier nicht durchbohren müssen. Denn dann hätte ich hier und hier einen Bohrer setzen können. Und dann hätte es geklappt. Naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen wir eine Matheaufgabe lösen. Oh ja, 13. Und ich warte einen Moment, weil ich noch genau weiß, dass das Spiel, wenn man die Matheaufgaben zu schnell löst, davon ausgeht, dass man Taschenrechner benutzt und einen dann trotzdem eine Traumblase verlieren lässt. Großes Lob. Ach, danke schön, das war ja auch so schwierig. Ja. Okay, dann müssen wir nur noch zum Ausgang. Ups, falsche Seite. So, meine Klabauterfreunde, lasst mich doch mal bitte hier durch. So, und damit hätten wir den Kräutersumpf geschafft. Der Kräutersumpf liegt nun hinter dir. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht anhören. Ich will nur noch wissen, wie das nächste Level heißt. Die Diamantminen. Na gut, dann würde ich sagen, in den Diamantminen sehen wir uns dann das nächste Mal. Das ist schon mal so ein kleiner Sneak Peek. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man dann am Ende der Folge sieht, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht. Ja, so ein kleiner Cliffhanger. Und ich würde sagen, bis dahin macht's gut und bis zum nächsten Mal.